Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel P. Und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. In der letzten Folge haben wir ja unsere kleine, große, glückliche Familie zusammengesucht. Und ja, ich nehme an, wir müssen die alle zu diesem komischen Altar oder was das da unten ist, bringen. Und dann sehen wir weiter. Oh, guck mal, sie überhaupt tollen. Boah, wie ein Haufen Kakerlaken. Jedenfalls, wir gehen jetzt runter. Weil wir haben alle Teile und mehr brauchen wir nicht. Und jetzt gehen wir alle runter. So, ich hoffe, die sind jetzt alle hinter mir. Übrigens mal Colette ins Team genommen. Und ich habe mal bei ihr die Erfahrungsfähigkeiten ein bisschen geändert. Man braucht ja, so wie ich das mitbekommen habe, für Vitalität braucht man, für Leben plus braucht man Vitalität und Ewigkeit. Und mit Ewigkeit und Immunität bekommt man physischen Status. Deswegen habe ich das mal hier versucht. Und das sind genau die gleichen. Die müssen ja eigentlich jetzt genau die gleichen Sachen bekommen wie Leute. Mal sehen. So, wo sind denn die Viecher jetzt? Ich hoffe, die folgen mir jetzt irgendwie. Ohne dass ich die ganze Zeit hinter mir herschleppen muss. Was ist jetzt schon wieder? Ich hoffe, die sind mir jetzt alle gefolgt. Weil sonst wäre es nervig. Ich möchte jetzt am liebsten nur die Erfahrungsfähigkeit für Kollektiv lernen. Wenn es geht. Und ja. Was am Teufel? Los, geht dahin. Ach ja, das kann ich auch noch machen. Dann gehen die alle dahin, ne? Okay, da sind schon mal welche. Jetzt sind sie alle da, okay. Perfekt. Na, meine Babys, geht's euch gut? Das ist ganz schön nervig, wisst ihr halt eigentlich. Eine typische Programmierungsfehler. Das ist ja ein Fehler, aber das ist irgendwie so etwas, was irgendwie kein Programmierer richtig hinkriegt. Irgendwie so. Allein Leute selbstständig folgen müssen oder irgendwie sowas. Bams. Hast du das gemacht? Nö. Warum auch nicht? So, ich habe für Leute ein paar Dinger hier umgeändert. Warum hat der denn so viel TP auf einmal? Warum die anderen überhaupt die ganze Zeit TP? Die sind auch nur am Zaubern. Aber knapp. Tidal Wave. Vor allem bei solchen Zaubern immer. So, Colette müsste jetzt einen ganzen Haufen von Dingern gelernt haben. So. Was? Reflexion. Gib dem vom Gegner verursachten Schaden gelegentlich an diesem zurück. Okay, das sind mal gute Sachen hier. Was so? Automatischer Angriff von Staatseffekten, magischer Schaden, verhindert magische Krankheiten. Okay. Ich hab ja Magie. Sehr gut. Aber eher weiß ich nicht. Ich habe jetzt alles schon mal so eingestellt. Ich will auf jeden Fall, dass jeder Leben plus irgendwann mal bekommt. Die haben nicht Vitalität, deswegen kann ich das bei ihnen nicht machen. Bisschen blöd. Aber egal. Die brauchen nicht so unbedingt KP. Aber die anderen, die alle an der Front müssen, die brauchen KP. So, seid nicht verschreckt. Wo ist der fünfte hier? Ja, aber guck mal, ob wir Shadow heute schon kaputt knüppeln können. Wäre nämlich richtig gut. Wir müssen doch alle hier hin, oder? Wo kommen wir jetzt hier hin? Sag nicht, ich muss euch den ganzen Weg da runter lotsen, ne? Oh Mann. Die Erfahrungsfähigkeiten sind jetzt erstmal ein bisschen durch. Warten wir, bis jeder so eine Erfahrungslevel 4 geben hat. Und dann geht's richtig ab. Mal machen wir mal schneller, Mann. Ja, so müssen wir alle folgen. So alle ganz dicht hintereinander. Auf einen Haufen. Hintereinander. Was auch immer. Ah. Sack. Aua. Du hast mein Dämonik Tiger Bait unterbrochen. Dafür musst du sterben. Als hätte ich dich sonst am Leben gelassen, ne? Seien wir mal ehrlich.
Aua, hol mich raus, hol mich raus! Der komische Typ hat nämlich in seinen Sarg hier eingesperrt. Kann er es wagen? Ja, jetzt sollten wir unseren TPV ein bisschen kontrollieren mit Lloyd. Aua. Haben wir ja unser Retro-Team, fällt mir gerade so auf. Was sonst im Atem? Oder? Ich glaube, wie mein Team am Ende aussehen wird. Mal gucken. So, wir speichern jetzt mal hier. Und da ich genau weiß, dass jetzt irgendwas kommen wird, werde ich mich jetzt schon mal hochheilen. Allem möglichen Dreck. Dafür benutzt man am besten einen Zauber von Zellos. Falls er hat keine TP, geil. Ja, Hell Regal, genau, der ist gar nicht im Team. Ist auch geil, ne? Geil meine ich mich natürlich. So, zack. Zack, zack, zack. Zack. Warum hat sie fast gar keinen Verbrauch? Wie geht denn das? So, speichern. Dann machen wir Shadow platt. Ah ne, China muss ja dabei sein. Ah. Ah. Hm. Na gut. Wie sehen ihre Erfahrungsfähigkeiten gerade aus? Doch. Okay, sie dann auch noch Leben plus, ne? Ne, er hat sie gerade. Ja, sie hat irgendwie nichts anderes noch gehabt, deswegen, ja, egal. Nein, ich möchte nicht China steuern, ich möchte weiter. Wenn er sehen, was jetzt kommt. Ach, da geht es noch weiter. Kommt hier hin! Wo ist denn... Boah! Wo ist denn der Rest schon wieder? Oh nein, wegrennen. Nee, doch kämpfen. Stehen die wieder alle da. Steht das Monster wieder da, ne? Ah, geh weg. Okay, wird ja wohl nicht so genau sein, oder? Mit ein paar hier antanzen, wird das doch schon reichen, ja, aber... Die scheint das Untergeschoss zu sein. You don't say! Unser Freund Herr Shadow will nicht mit uns spielen. 1, 2, 3, 4. Es fehlen welche. Sie wurden wohl getrennt. Was? Oh Mann, wir müssen zurück. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Lass mich doch in Ruhe. Mein Gott. Voll stylisch abgewehrt. So, komm her. So. Von wegen, der sieht das nicht eng. Wie ist doch hier, mein Gott. Alles klar. Da Shadow der Elementargeist der Finsternis ist, wäre sein Gegenpart der Elementargeist des Lichtes, richtig? Ja, aber warum fragst du? Luna sagte, wir sollten Asgard zu ihr bringen, daher... Ja, wenn wir die Zeit berücksichtigen, die wir benötigen, um Asgard zu finden, sollten wir uns den Elementargeist des Lichts für den Schluss aufbewahren. Was sagt er mir jetzt erst? Ich frage mich, warum Aska den Mana-Turm verlassen hat. Wahrscheinlich war er auf der Suche nach ein paar hübschen Mädchen. Du verwechselst sie mit dir selbst, Zellos. Wie dem auch sei, auf geht's. Ja, gucken, wie Shadow aussieht. Habe ich gar keine Ahnung. Aska weiß ich von Xillia, da ein Vogel gewesen ist, aber was ist mit Shadow? Wenn er aussieht wie ein schwarzer Panther, dann lache ich. Mein Gott. Voll ehrfürchtig. Mythos und ich. Pakt. Mythos. Wir werden das gleiche tun wie einst der legendäre Held. Ich bin China. Ich bitte dich, den Pakt mit Mythos aufzunehmen und ein neues Bündnis einzugehen. Mit mir. Kämpfe. Er kommt. Okay, China muss wieder dabei sein, natürlich. Mach mal so. Ja, tu mal lieber Leute steuern. Rumexperimentieren ist jetzt ein bisschen blöd. Jetzt kannst du ganze Sätze sprechen. Ein magisches Auge. Oh Mann, wie schnell hat der? 30.000.
Du auch, du mich auch. Ja, okay. Ja, ne. Dingens. Mein Gott, Reigns Angriff müssen ja ihn voll kaputt knüppeln. Und Tidal Wave auch. Sag mal bloß nicht, dass ich ein paar Angriffe nicht spammen werde. Kann jemand anders mich einsetzen? Hier. Ja, ein Kraftschub, deck mich. Ich hab Inusono. Zack. Ja, sehr schön, wie immer. Den Zirkel, sehr schön. Das ist der einzige Heilzauber, den ich übrigens eingestellt habe. Die anderen schon alle über 50 waren. Oh nein, ich schon wieder. Ja, das war sehr klug. Rain, pass auf. Ich kann keinen Angriff einsetzen. Ich habe für alles zu wenig TP. Na. Mein Gott, der teleportiert sich einfach hin und her. Spießwort Rain. Sehr schön. Sehr schlecht. Wieder TP. Gib mir TP. Da kann ich auch so Angriffe raufregnen lassen. Und das war sehr blöd platziert, der Angriff. Aua. Ja. Versuch mal Resurrection einzusetzen. Muss man wahrscheinlich auch ein paar Mal einsetzen, ne? Ja, wenn es geht, nicht direkt hier, Mann. Ja, das hat's vollgebracht, danke. Warte, warum ist Genis wieder am Leben? Nicht, dass ich was dagegen hätte, aber. Ah! Mein Gott, das war knapp. Weicht da einfach den Kackangriff aus. Nein, 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 nicht töten. Er ist noch nicht am Leben. Das macht die ganze Aktion noch vollkommen zunichte. So, das war gut. Maximal KP erhöht. Maximal TP erhöht. Den Typel den Titel Komboist erhalten. Verwunderfahrungsfähigkeit angeeignet. Oh, sehr schön. Gelobe. Du verschwendest nicht viele Worte, oder? Für eine Welt, in der die beiden Welten sich nicht mehr gegenseitig opfern müssen, fordere ich dich damit auf, mir deine Macht zu übertragen. Einverstanden. Okay. Ja. Bams. So, der Elementargeist ist der Dunkelheit ist jetzt auch endlich auf unserer Seite. Sehr schön. Fehlt nur noch das Licht. Alles, was wir noch tun müssen, ist einen Pakt mit dem Elementargeist des Lichts zu schließen und wir können einen weiteren Mana-Strom stoppen. In Ordnung, wir werden beim nächsten Elementargeist auch auf dich zählen, Shina. Alles klar. Ein Amethyst erhalten. Und Darkness. Summon Darkness. Sehr schön, ich darf den ganzen Weg wieder rauslaufen, ist klar. So, Unisono macht und Leben plus. Gerade habe ich hier versucht, um mal rauszufinden, was ich nur lernen kann. Der Amethyst, der... Dunkler Fluch, Erfahrungspunkte um 50% verstärkt ihre Schäden und Flüche während des Kampfes. Das kann ich auch für jemanden, der ein bisschen weniger Erfahrungspunkte hat, brauchen. Ja, 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 ob ich das nicht bereuen werde. Aber das Ding kenne ich, ja. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. Jetzt weiß ich nicht, was ich direkt machen soll. Soll ich direkt zu Asuka gehen? Okay. Auch schon lange her. Ich kann keine Dings einsetzen. Das
denn für ein Dreck? Aha. Ja, super. Wer kriegt ein Level ab? Nur sie nicht. Zählt ja wohl auch nicht nur für sie, ne? Ja. Auch müssen wir jetzt nicht so unbedingt achten. Weil sie hängt als einzigste so mit dem Level ein bisschen hinterher, deswegen kann sie ruhig ein paar Dinger bekommen. Ein paar mehr Erfahrungspunkte. So, Elementargeist des Schattens. Finster, ich sag immer, ich sag Dunkelheit, Finsternis, Schatten, ich sag immer irgendwas anderes, kann das sein? Weil es Shadow, deswegen sag ich mal Schatten. Oder Dunkelheit. Oder Finsternis. Ja. So, dann nehme ich an, müssen wir zum zum Turm des Manas? Ja, ne? Ich bin mir schon fast sicher. Wieso werden meine Dings dafür deaktiviert? Das macht doch gar keinen Sinn. Ja, ne? Ach, sie kann trotzdem keinen einsetzen. Schade. Mann, ich vergesse immer. Sie hat Poton überall anders. Ich muss nur den Knopf drücken. Ah, ja, ja. Wenigstens setzt sie vielleicht Ray ein. Oh, jetzt habe ich nicht auf die Erfahrungspunkte geguckt, egal. Nein, ich möchte nach oben, mein Gott. Ja. Ja. Also, ich glaube jetzt nicht mehr, dass das Spiel so allzu lang ist. Also, nach meiner Erfahrung ist so irgendwie ab Level, weiß ich nicht, 65 oder so, ist immer so, da steht immer so der finale Kampf an. Mein Charakter so um diesen Level sind. Wir sind schon Level 50. Deswegen ein Strahl der Finsternis. Das klingt sehr falsch. Oh, Sina. Sacki Sina no Ketsata no Zeros datte yo. Nan datte? Ja, warte, warte, Gokai da. Wozu ma da sawatte nai daro? Oh mein Gott. Man kann alles Mögliche machen, wenn andere Leute, wenn man im Dunkeln ist. So, was machen die Dinger hier? Mein Feuer tut nicht so weit reichen, ne? Oh. Wo muss ich jetzt hin, um hier rauszukommen? Hätte mich doch ruhig nach draußen beamen können oder irgendwie sowas. Wenn die Welten sich trennen. そしたら世界はどうなるんだろう。世界がバラバラになっちまうぞ。いいんじゃねえの。今より状況が悪くなると思えねえし。あんた、どうしてそんなに気楽でいられるんだよ。気にならないのかい。バラバラになった後の世界のこと。そうだな。どうせだったら俺様はキュートなハニーたちがたくさんいる方が。あたく。あんたに聞いた私がバカだったよ。 Dann tu es doch nicht. Ach ja, wir haben einen neuen Titel, fällt mir gerade ein. Combo ist. Mein Gott. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ab 10 kriegt man, glaube ich, einen Titel, ne? Immer den aktuellsten. Aber die Dinger, die machen mich nur irgendwie stutzig. Kann da vielleicht mit Feuer reinschießen. Wir haben jetzt schon nicht mehr viel Zeit. Deswegen würde ich sagen, das war knapp. Tue ich das mal gleich noch ausprobieren. Und das Ding ist immer noch an. Obwohl, hier sind auch so Dinger und da ist, glaube ich, nichts. Ach, geil. Fliegen wir zum Turm des Manas, würde ich sagen.
Hey, wir sollten uns erst überlegen, wie wir weitermachen wollen, bevor wir einen Pakt mit dem letzten Geist schließen. Stimmt, aber ich fürchte, das ist nicht so einfach. Wir wissen nicht, ob man noch zwischen den Welten hin und her reisen kann, falls sie sich teilen. Wegen der mangelnden Daten ist es unmöglich, die genaue Wahrscheinlichkeit zu ermitteln, aber sie ist nicht hoch, so viel steht fest. Wie wäre es mit einer kleinen Tour durch Tetahala? Der letzte Elementargeist lebt in Silverrand. Möglicherweise kann China nicht zurückkehren, nachdem sie den Pakt geschlossen hat. Richtig, ich würde mich gerne herab mit dem Leuten aus Mitsuzu unterhalten. Dann machen wir es so, bevor wir aufbrechen, machen wir einen Abstecher nach Tetahala, um den Kopf freizukriegen. Du meinst, damit wir anschließend entscheiden können, wer mit nach Silverrand kommt und wer in Tetahala bleibt? Was? Scham. Wir werden uns aufteilen, oder was? リーガ様様だぜ。それを知っているのはハズベキことだ。まあ、でもそのおかげでケイトを助けられたんだし、いいじゃないか。テセアラヒロシといえども、社交界と経済界と牢獄に通じている貴族。あんたしかいないね。こら、テロス。いい加減にしな。まさにハズベキことだ。 Oh Mann. Aber das soll doch ein Monster, glaube ich. Ich will mich ja erstmal irgendwo heilen. Wenn es geht. Mit Tokio muss ich durch die halbe Stadt durchrennen. Ich bin Abwasserkanal, aber wir immer noch gesucht werden. Ich gehe eine Runde spazieren. Okay. Ich wollte mich doch nur. Und wie findest du es? Was hältst du von Tetahala? Es ist unglaublich. Alles ist so fortschrittlich. Ja, abgesehen von der Kluft zwischen Reich und Arm. Ja. Ich bin nicht der Einzige, dessen ganzes Leben von Geburt an durchgeplant war. Hier hängen die Lebensperspektiven von so ziemlich jedem von seinem sozialen Status ab. Es ist beklemmend, so viel kann ich dir sagen. Hast du es? Tetahala? Nein, ich glaube nicht. Ich liebe es mit all seinen Fehlern. Hey, das ist Zellos. Was willst du von mir, Dreikäse? Wenn wir dich fangen, bekommen wir eine Belohnung. Und du glaubst, dass du mich festnehmen kannst? Nein, das will ich auch gar nicht. Ich lasse dich gehen, also her mit meiner Belohnung. Aus regenkleinen Schnorrern wie wird nie was Anständiges Knirps, vorausgesetzt, sie leben überhaupt lang genug, um erwachsen zu werden. Hehe, lass dich nicht schnappen, Zellos. Mach's gut. War das ein Fan? Kann sein. Komm, ziehen wir weiter in die nächste Stadt. Ich hab genug von Meltokio. Okay. Mein Gott, waren hier schon immer so viele Flaschen am Boden? Können wir mal im Kolosseum nachgucken, wenn da was machen können jetzt. Da oben können wir immer noch nicht hin, ne? Okay. Kommandant. Ah, jetzt können wir hier oben hin. Da konnten wir schon immer hier oben hin, ich weiß es nicht. Es ist meiner. Okay, dann gehen wir schnell zum Gasthaus, heilen uns da und weiß nicht, dann müssen wir uns hier nämlich an noch ein bisschen umschauen. Okay. Halt. Okay. Na, schon gut. So, Heilung, 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 Heilung. Da sind wir geheilt? Nein, sind wir nicht. Dann brauche ich Heilung. Hier ist Heilung. So. Einmal heilen, bitte, danke. Ah, sehr schön. Da würde ich sagen, das war's dann in dieser Folge von Let's Play. Mein Gott, wie sich die ganzen Dinger hier jetzt geendet haben, ey. SSS. Es ist die volle S-Typ geworden. Das merke ich das erst, Mann.
Verdammt, jetzt merke ich das erst. Ich sollte auch ein T-Typ bleiben. Was auch immer das für einen Unterschied macht. Da ist auch jetzt... Ja. Können ja gar nicht... dann lass mal so hier. Mein Gott, egal. Ja. So. Jetzt auch jetzt ein S-Typ. Aber ihr braucht nur Dings hier sein. Ja, geil. Egal. Wir speichern jetzt hier. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition, wo wir durch halb Tetola rumstreifen werden, nehme ich an. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.